Wir sind auf das Projekt von Studiosus Reisen aufmerksam geworden, weil dort eine gute Verbindung realisiert worden ist, nämlich die Integration der althergebrachten Medien wie Print mit modernen Webauftritten und das natürlich noch gepaart mit den Anforderungen, die Benutzer haben, nämlich schnellen Antwortzeiten und der Integration externer Dienstleister. Und somit haben wir uns dieses Projekt etwas näher angeschaut. Als Gebietsleiterin für Italien arbeite ich sehr intensiv mit der Reisedatenbank, zum Beispiel bei der Katalogproduktion. Dabei werden die Texte für die Reiseprogramme direkt in der Datenbank bearbeitet. Der Vorteil jetzt der neuen Datenbank ist es, dass ich direkt am Bildschirm mir ein PDF erzeugen kann, das vom Layout und von der Gestaltung her der späteren Katalogseite schon sehr, sehr ähnlich ist. Früher haben wir in unserer Katalogproduktion für ein Medium die Reiseausschreibung erstellt. Das war sehr spezifisch auf die Printproduktion zugeschnitten. Und im Nachgang der Katalogproduktion wurden dann die Inhalte nochmal fürs Internet aufbereitet und für den internen Buchungs- und Rechnungsdruck. Die Konsistenz dieser einzelnen Kanäle herzustellen, war mit hohem Aufwand verbunden und dafür haben wir eine Lösung gebraucht. Wir haben uns dazu eine medienneutrale Schnittstelle ausgedacht, die XML-basiert ist. Diese XML-basierte Schnittstelle definiert eine eigene Markup-Sprache, die Studiosus Reisen Markup Language, die wir entwickelt haben, um medienneutral die Inhalte produzieren zu können. Entscheidend für das Projekt war unsere zentrale Datenbank in Oracle, mit der wir alle Daten in einem komplexen relationalen Datenmodell zusammenfassen konnten, die für eine Reiseausschreibung nötig sind. Das sind die Reiseverläufe, die Hotels, die Termine, die Flugpreise und die Reisepreise. Damit sind wir in der Lage, aus der zentralen Datenbank alle Daten für die Katalogproduktion, für die Internetproduktion, aber auch für den Bestätigungsdruck für den Kunden zur Verfügung zu stellen. Ja, die Oracle-Datenbank ist unser wirklich zentrales Informationsmedium, wo wir sämtliche Informationsfacetten rund um unser weltweites Programmangebot abspeichern. Ja, die touristische Welt ist schnelllebiger geworden. Es war früher so, dass wir für ein Jahr eingekauft haben und einen Katalog gedruckt haben. Das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Es ist zum Beispiel im Flugbereich ist wirklich zu einem Spotmarkt geworden. Tagtäglich ändern sich Preise, Verfügbarkeiten, Routen und ähnliche Dinge mehr. Und je mehr Krisen in der Welt passieren, desto schnelllebiger wird diese Welt. Damit auch das Programmangebot und damit die Notwendigkeit, wirklich in Echtzeit mit unseren Programmen, mit unseren Reisen darauf reagieren zu können. Und da ist unsere Datenbank wirklich zentral als Informationsmedium wichtig, um da zeitnah in Echtzeit auf solche veränderten Bedingungen reagieren zu können. Und dieses Gesamtpaket war so überzeugend, dass wir das Projekt von Studiosus Reisen für diese Platzierung ausgewählt haben.